Ein Friederikus Rexsäg. Was für einer? Ich tippe mal 1726, glaube ich. Herr Django zieht los, die Welt zu erkunden, mit Karte und Kompass in Stunde bunt. Auf Schatzsuche unter Wiesen und Wäldern verborgen versteckt, findet er Zeugen von Zeiten bedeckt. Komm mit auf die Reise durch Djangos Welten, wo Rätsel und Relikte das Herz erhellen. Entdeckung und Magie, davon sein Kapitel Geschichte erzählt, in Djangos Welt, wo Abenteuer zählt. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und zwar bin ich heute unterwegs auf dem Acker. Nur mal ganz auf dem späten Abend, wie ihr seht, ich bin wieder aus dem Urlaub zurück, also wieder zu Hause, habe aber noch Urlaub ohne Ende. Na, ohne Ende kann man auch nicht sagen, aber für euch jetzt, wenn ihr das Video seht, vielleicht noch eine Woche ungefähr. Eine Woche, bisschen mehr wie eine Woche. Und ja, ich bin auf dem Acker unterwegs, werde hier mein Glück probieren, deswegen seht ihr so ein bisschen alles oben, weil hinter mir Häuser sind und das ist alles, naja, nicht so gut, war, wenn man das sieht. Und ja, wünscht mir Glück, schon mal Daumen nach oben. Motivationsdaumen natürlich und dann sehen wir uns gleich beim ersten Signal, hoffe ich. So, mein erstes Signal. '61 oder '67 soll es sein. Ich bin heute mal bei einer Sicherheitskrux hier unterwegs. Draußen ist es, wie gesagt, die Genehmigung habe ich vom Bauern oder von der Bäuerin mehr. Hä? Hier. Ein Aluschnipsel. Gut. Aluschnipsel Nummer 1. Naja. Naja, das fängt ja schon gut an. Nächstes Signal. 76. Das heißt, es ist schon fast verjutet. Kann aber auch natürlich Müll sein, ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Scheiße, ich habe noch meine Schuhe heute nicht dabei. Draußen soll es sein. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass das Gras nicht so hoch ist. Aber, naja. Da soll es sein. Das ist ein Knöpfchen. Ist ja schon mal nicht schlecht. Der ist schön verziert. Ich habe auch mein Handy heute vergessen. Ich bin nämlich jetzt in den Abendstunden. Ihr seht, der Schatten, der guckt schon ganz schön weit. In den Abendstunden unterwegs. Jetzt war 19 Uhr, bin ich losgefahren. Ja, ich wollte halt nicht. Das ist jetzt, wie gesagt, die Tage bei uns wird jetzt sehr warm. Gut, also ein Knopf verziert. Foto kommt. Nächstes Signal. 'Soll da sein. Das ist draußen. Gucken wir mal, ob ich... Wo ist er hin? Was macht das? Was ist denn das für eine Scheiße schon wieder? Das kotzt mir schon wieder an. Oh. Das war so ein schönes Signal eben gewesen. Hier ins Außen. Oh, das ist schon wieder, bestimmt oben drauf wieder so ein oller Dreckschnipsel. Hier. Nee. Ein Stück irgendwas. Ein Fragment vom Fragmentteil. Na gut. Hier, wo ich gerade
den Schnipsel, wo ich geholt habe, hier, genau hier, ich weiß nicht, ob ihr jetzt sehen könnt. Und hier wieder ein Signal. Naja, 82, 65 springt umher. 63, 81. Eigentlich kann es nur Müll sein. Eigentlich kann es nur Müll sein. Eigentlich kann es nur Müll sein. Na, jetzt ist es besser. 63, 73, 64. Das ist scheiße. Kick mal. Mehr als die Müll kann es nicht sein. Habe ich mir umsonst gebuddelt. Habe ich mir umsonst gebückt. Hier war die Wiese. Hier. Oh. Ja, wer sieht jetzt einen Knopf oder eine Münze? Ah, das ist es. Oh, das ist eine Münze. Wo ist der Rest vom Knopf? Ich muss die Brille aufsetzen. Ja, gleich danach. Oh, das ist eine. Das ist eine alte Münze. Oh, die ist aber. Die hat aber einen richtigen Treffer gekriegt. Ein Friederikus Rexig. Aber was für einer? Ich tippe mal 1726, glaube ich. 3 Fan. 3 G. 3 Groschen oder so. Kann ich nicht erkennen. Ich kann nur sehen, 1700. Entweder 96 oder 26. Ich weiß es nicht. Naja, auch was Neuzeitliches. Friederikus Rex. War Friederikus Rex? Naja, doch. FR, sehe ich ja. Dann ist das eine bestimmte. Ja, nicht so toll. Dann mal die ganze Patina ab. Das ist schlecht. Oh nee, das war nicht gut gewesen. Ah, schade. Ah, die geht ja auch in den Arsch. Oh, ja. Nee. Nicht so dolle. Ich sag ja auch immer, wa? Macht das nicht so dolle. Ihr macht die Münze kaputt. Jetzt mach ich das selber. Hm. Ja gut. Also Foto kommt. Ich hoffe mal. Gut, wenn die hier drin habe. Da ist der Friederikus Rex. Sieht aus, als wenn einer drauf geschossen hat. Ach, schade, ey. Hm. Schade. Zeigst du den Global Tag, die ihn ausgemacht. Vielleicht ist es auch so, wäre abgefallen. Mensch, naja, gut. Dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Gut, Münze. Nummer 1. Jetzt hätte ich ja heute wirklich nicht gedacht. Oh, jetzt ist es echt endlich. Gut, der Wind ist jetzt da. Für euch, für die Kamera ist es scheiße. Aber für mich ist es jetzt gerade richtig gut. Oh, scheiße. Naja, der Wind ist doof. Aber dafür ist es schön kühl jetzt. Zum Sonnennähen. Weil wir hatten den ganzen Tag, glaube ich, 29 Grad. Heute. Bei euch, ihr seht das Video Freitag, denn es ist heute bei mir Dienstag. Dienstag. Naja, gut. Also, Mike weiter. So, ich mach die Kamera an, dann kommt der Wind gleich wieder. Ebenfalls schön Windstille. Scheiße. Darf man Scheiße eigentlich sagen? Naja, gut. Nächstes Signal. Hier. 91, 92, stellen wir so 98. Naja, wird Müll sein. Kann auch mal was Gutes sein. Noch drinnen. Mann, ich hätte mal doch andere Schuhe anziehen sollen. Jetzt ist er draußen, jetzt hat er ein 74er Signal. Das hört sich nun besser an. Hier. Da haben wir. Ich habe auch schon lange nicht mehr gefunden. Eine Patrone. Wie gesagt, hier habe ich ja mal auf dem Acker habe ich ja mal. Was war denn das gewesen? Ein Abzeichen gefunden. Ein Kriegsverdienstkreuz, glaube ich, irgendwie. Ich glaube, das war letztes Jahr gewesen im Sommer oder war das dieses Jahr schon gewesen? Ich weiß es ja nicht mehr. Gut, eine Patrone. Rotan habe ich heute auch bei extra. Habe ich mir mitgenommen. Wegen der Mücken, die eventuell vielleicht nachher kommen. Ich hoffe nicht. Ach, ich war vorhin mit einem Hund im Wald gewesen, ey. Da gleich im Wald drin gekommen, bumm, gleich die ersten Mücken da, die Viecher. Gut, also. Nächstes Signal, wa? Nächstes Signal ist genau hier. 76 gleich bleiben, 74. Naja, mehr 76.
zwischen 74 und 76 pendelt es hin und her. So Freunde, wer kein schönes Grabungswerkzeug hat, Leute, Metalldetektoren minus besonders .de hat wunderschöne Grabungswerkzeuge. Mit diesem wunderschönen Logo blende ich euch gleich ein. Kickt ihr an, ich komme hier einfach rein in den Boden hier, zack, durch die olle, dicke, fette, hier ich was gemerkt, was aus Eisen oder Metall, kommt wunderschön rein, super Werkzeug, handgefertigt, gut, das Ding ist jetzt ein Einzelstück, das gibt es nie wieder, gut, für mich ja, und wirklich besonders, also wirklich, hält alles aus, gut. Also, was hab ich denn hier für einen Scheiß wieder gefunden? Ach nee. Naja, mal Werbung für Metalldetektoren besonders gemacht. Das könnte. Das ist auch was Militärisches, glaube ich. Entweder von einer Feldflasche oder irgendwie. Oder. Nee. Fassung von einer Lampe. Das wurde oben so rein gesteckt, kann nur von einer Gasmaske sein. Gasmaske, Feldflasche, nee, Feldflasche ohne Gasmaske. Gasmaske oder von der Lampe. So ähnlich würde ich das schätzen. Ist aber Müll, nehme ich mit. Das war jetzt auch gerade da drin gewesen. Das ist der Deckel, wa? Eieieiei. Warte mal, hol ich nochmal raus. Guck mal, das war hier irgendwie. Würde passen. Ach, das war gerade, was ich rausgedrückt habe, aber das war zu doof. Vielleicht doch ein Deckel von irgendwas, von der Flasche oder von irgendwas anderes. Ich weiß nicht, ist so scheiße, ja. Gut, ist Müll, nichts Besonderes. Kein Hakenkreuz drauf, würde Glenn sagen. Apropos Glenn, wenn wir hier welche fragen, ob wie Glenn geht, ich kann euch sagen, ich habe keinen Kontakt zu ihm, ich weiß nicht mit ihm. Aber ich sehe sein Instagram, glaube ich, immer. Oder Facebook, Instagram, der macht, glaube der heißt ja Zweitakt-Glenn, weil er ganz viel mit seinen Mopeds macht und Trabis umbaut und so weiter. Das macht er ganz vernünftig. Finde ich auch total toll, dass er das macht, wenn ihm das Sonnen nicht mehr gelegen hat. Aber diese Hobby mit Moped, vielleicht fahre ich auch mal irgendwann mal zu ihm hin. Ja. Also, ich habe gehört, den ist gut und macht was mit Zweitakt, glaube ich. Instagram müsst ihr mal kicken. Ich glaube, Zweitakt-Glenn heißt da, glaube ich. Gut, also ich mal weiter. So, man muss erst ein bisschen meckern. Ich habe hier schon mal rüber geschwenkt. Hier 80. Ja, der peitscht wieder von oben nach unten, von links nach rechts, aber der klingt gut. Der klingt gut. Ach nee, scheiß Krassnarbe hier, ich werd nicht mehr. Ich hab so viel Alu-Scheiße ausgebuddelt heute. Ohne dreckige Beine. Ich hätte mal doch meine Socken anziehen sollen. Ja, es springt von 66 bis 76. So. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Alter, was ist denn das hier für heute für ein Tag? Alter, das ist wieder heute so ein Tag, so. Hier war was. Hier. Hier. Oh, ich hab was rundet gesehen. Lass es wenigstens ein Pfennig sein. Wenigstens ein Pfennig. So, wo hab ich denn das jetzt gesehen? Scheiße. Habt ihr hier was gesehen? Da unten? Hä? Doch, da. Was ist es? Was haben wir da? Oh, die sieht aber noch gut aus. Also wir haben eine Münze. Ein. Mann, setz doch die Brille auf. Ich fasse das nicht. Denk mal nicht dran. Ne? Ein. Das ist nichts drauf. Ein. Ein Pfennig 1779. Und zwar
Friedericus Rex. Schön, ist keine Silbermünze. Ein Pfennig wird, ja, wird irgendwie Nickel, Kupfer, naja, Kupfer, Nickel, ja. Ich weiß nicht, ob ich sowas schon damals gab. Sieht wunderschön aus. Foto kommt. Prägestätte A. Aber ich glaube, ich habe schon mal so eh nicht gefunden. Ich wüsste aber nicht ganz genau. Kann ich euch nicht sagen. Sieht jetzt nicht unbekannt aus. Oh, ich habe schon wieder Sodbrennen, so dolle, ey. Muss meine Tablette nehmen. Ja, ein Pfennig, 1797. Schön, freut mich. Friedrichus Rex. Das ist ja mal wieder schön. Ah, siehst du. Ich habe gerade gemeckert, also vor ne 10 Minuten oder ungefähr, habe ich jetzt zweimal Müll ausgebuddelt und dann jetzt das. Ja, einmal, ach mein, einmal Friedericus Rex. Schön, das freut mich jetzt aber. Ist zwar keine Silbermünze, aber sie ist trotzdem eine schöne alte Münze. Gefällt mir. Ach, fit. Und da hier. Hier liegt die Münze drin, die ich schon ein bisschen kaputt gemacht habe. Ja, ein Pfennig 1797. Schön. Das freut mich. Oh. Bis jetzt auch nicht, wie viel ich kurz aufgenommen habe. Ich glaube, ich bin seit 7 hier. Ich hab ja nicht mein Handy bei, die Scheiße. Kann ich sagen, wie spät das ist. Laut hier mein Schatten. 8:30? 8:00? Ne, 8:30 ungefähr müsste es sein, denke ich mal. Gut, also ich mal weiter, sonst wird es dunkel. So, ein ganz beschissenes Signal eigentlich. Ich wollte es eigentlich nicht buddeln, aber ich wusste, dass es eigentlich Müll ist, aber ein kleiner Mini-Knopf. Schon interessant. Ah, kleiner Mini-Knopf. Naja, aber Öse ist dran. Foto, naja, mal sehen. Vielleicht mal ein Foto. Mal gucken. So, nach 1000 Sachen Müll ausbuddeln. Mal wieder. Ein Zack, aber ein schönes Signal. So ein Zack jetzt. So, ich glaube, ich hab's raus. Naja. Also ich sag mal, wenn es jetzt vernünftig ist, was vernünftig ist, dann gehe ich langsam zum Auto. Oder gehe schon langsam zum Auto. Gut, dann gucken wir mal. Oh. Ich glaube, das wird gut. Wo war das? Da. Brille aufsetzen. Oh, schwitze schon wieder ganz schön. War vorhin duschen gewesen. Ich würde sagen, irgendein Silbergroschen. Zeig doch ein Silbergroschen. 1827, glaube ich. Geprägt. Ah. Und. Ah. Scheiße, da wir runterfallen. Hier ist er. So, ein Silbergroschen. 1827, ja, genau. Fast 200 Jahre alt. Fehlen bloß noch 3 Jahre, wa? Glaube ich. Oh, kein Bett hier. Oh, ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe die Schnauze voll. So, jetzt habe ich 3 schöne Münzen gefunden. Ich wollte sie erstmal durchziehen, wa? 3 schöne Münzen habe ich gefunden. Eine davon halt ein bisschen dediert, ja, ist eine schön. Das freut mich am meisten darüber. Gut, der komische, der verbogen ist, nee, was war denn das gewesen? Ach, ein Pfennig war das gewesen, stimmt. Ja, freut mich auch drüber. Aber eine Silbermünze ist auch mal was verändert. Die Goldmünze wäre mal geil. Ich weiß nicht, ob ich das filmen würde. Weiß ich nicht. Gut, ein Silbergroschen gefunden. Ein Pfennig gefunden, unten 48, 24, ein Taler, irgendwas. Friedericus Rex kann auch was anderes sein. Muss ich unter der Lupe gucken, habe ich nicht so erkannt.
Habe ich da die Brille aufgehabt eigentlich? So, nochmal rüberschwenken, ne? Gut, ich gehe jetzt zum Auto. Mal kicken, was noch kommt. Freunde, jetzt bin ich hier schon auf dem Weg hier. Jetzt habe ich gerade echt einen Vogelring gefunden. Aber was für ein fettes Vieh. Das ist ja nun nicht, das ist ja Zugsteiner sein Cockring. So groß ist das Ding. Nee, aber wirklich ein riesengroßer. Steht eine dicke 55 drauf. VOD, nee, JVD. Und eine 3. Weiß nicht, was das heißt. Da muss ich mir zu Hause angucken. Und DDR steht drauf. DDR, also ist aus der DDR. Ja, ja, sowieso, dir deinen Vogel gehört, hat der Fuchs gefressen. Tut mir leid. Schön, Foto kommt. So Freunde, wir sind, oder ich, nicht wir, sondern ich bin fertig mit Sonneln. Ja, hab ein bisschen Schnauze voll jetzt. Hat sich ein bisschen blöde laufen lassen durch das hohe Gras, aber ich hab's probiert und ich habe 3 Münzen gefunden. Und so ein bisschen Schnulli-Schnacki. Ja, der Vogelring war jetzt noch interessant gewesen. Gut, also Daumen nach oben, wie es gefallen hat. Lasst einen netten Kommentar da, schreibt mir irgendwas, wenn ihr mal Fragen habt. Und irgendwann werde ich euch nochmal was anderes erzählen, aber das muss ich mal gucken, wie ich das mal. Das muss ich separat machen, glaube ich. Aber es ist royal. Gut, also ich bin weg. Die Schnauze voll, jetzt sehe ich Armut essen, ich habe Hunger nämlich schon seit 2 Stunden. Und wir sehen uns, wenn das heißt, ich bin wieder Sonnen, wa? Also, bis dahin.